Hallo meine Lieben und willkommen zu unserer ersten Runde mit der Bayern. Wir spielen, so wie leider meistens, ein Low-Tier-Match. Das heißt, wir sind Low-Tier, wir spielen gegen Tirpitz, Bismarck, also eigentlich gegen Bismarck, Gneisenau und Scharnhorst. Nur eine Fuso auf unserem Level und sonst, naja, drei DDs, Hatsuharus und Mutsukis. Das sieht nach keiner besonders tollen Runde aus, ehrlich gesagt. Aber probieren wir es mal. So, wir tingeln mal so nach links rüber, hätte ich gesagt. Weil auf unserer, von uns aus jetzt auf der Karte gesehen, rechten Seite nur ein anderes Schlachtschiff ist. Das werden wir ein bisschen unterstützen. Ich überlege, ob ich nicht gleich HE lasse. Ich lasse HE. Einfach weil wir doch drei DDs haben und sehr hochstufige Gegner. Was gibt noch zu sagen? Ganz kurz vielleicht für die, die jetzt neugierig sind. Was sind die Werte? Was für ein Kapitän? Was für Verbesserungen sind an Bord von dem Schiff? Es gibt hier zu der Serie ein nulltes Video zur Bayern. Da sieht man die Werte. Da reden wir ein bisschen über die Werte. Oder ich rede ein bisschen über die Werte. Vergleiche sie auch ein bisschen mit anderen Schlachtschiffen, zumindest denen, die ich im Hafen liegen habe. Also wer sich einen Überblick verschaffen will, dem kann ich das nullte Video davon nur empfehlen von der Bayern. Außerdem sieht man ein paar Ausschnitte am Weg zu dem Schiff, wie wir sie jetzt hier stehen haben. Voll upgegradet, wie sie ist. Genau. Gut, so, dann schauen wir mal, was uns da aufploppt. Da haben wir schon einmal eine Pensacola. Und ich drücke die ganze Zeit die Reparaturtaste, weil ich mich in der Tastatur vertue. Ist natürlich nicht so angenehm und nicht so gut. So, jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen über die... über die HE wollte ich gerade sagen. Aber da sind wir schon. Dann schauen wir mal, ob wir der Faraguta ein bisschen... ob wir die irgendwie erwischen können. Aber jetzt dreht sie leider ab. Schaut schlecht aus. Dann in ihrer Drehung. Schauen wir mal. Zu langsam leider. Zu weit weg noch. Macht aber nichts. Sind wir mit HI hier gut aufgestellt dementsprechend. So, da kriegen wir schon mal die Pensacola rein. Beziehungsweise noch nicht ganz. Da müssen wir noch ein bisschen ran leider. Aber wie wir es schön sehen mit unserer Erkennbarkeit, wir sind unentdeckt. Das ist gut so. Ich glaube, ich lasse die Pensacola jetzt Pensacola sein, sondern werde mich mit meinen HE-Granaten gerade auf die Schlachtschiffe, die gegnerischen. Beziehungsweise unsere Faragut ist mutig. Das heißt, wir wären hier da. Wir wären hier der Faragut natürlich helfen. Beziehungsweise der verzupft sich. Das ist gut für uns. So, probieren wir es trotzdem. Schauen wir mal. Ist jetzt zwar mutig und zu langsam wahrscheinlich. Ja, leider zu langsam. Deutlich zu langsam. Da ist die Faragut schneller. Macht aber nichts. Ein Versuch war es wert. So, Nürnberg. Sind wir eigentlich mit HE auch gut aufgehoben? Die ist eh so ein Papierschiffchen. Dann schauen wir mal, ob die irgendwie da reinfährt. Es wäre natürlich super, wenn die jetzt hier reinfährt. Oh ja, tut sie. Dann schauen wir mal, ob die ankommen. Ob sie langsam genug geworden ist. Nein, ist sie nicht, aber... Oh, und die Faragut kommt hier auch. Oh ja, das ist schön. 4000 und ein Feuer auf der Scharnhorst. Sehr schön. Wir müssen nur ein bisschen mit unserem Winkel hier aufpassen. Da hat es leider unsere Blitzkawitsa erwischt, aber die Scharnhorst hat gelöscht. Das heißt... Schauen wir mal, dass wir der gleich noch eins reindrücken und sie fährt rückwärts. Schauen wir mal, wie schnell sie rückwärts ist, aber nicht schnell genug, glaube ich. Oh ja, das könnte kommen. Die könnten kommen. Und noch eins. Sehr schön. Dann, die brennt da mal schön ordentlich. So, dann werden wir mal ein bisschen langsamer. Wir wollen und drehen hier ein bisschen mehr. So, wie ist sie jetzt? Jetzt steht sie gerade, glaube ich. Ein bisschen mehr drehen, bitte. Die brennt sich auf jeden Fall gerade wunderherrlich einen ab, ist aber immer noch am Weg zurück.
aber nicht mehr ganz so viel wie vorher. Macht nichts, reicht aber vielleicht für hinten. Jawohl, noch ein Feuer. Das ist schon das zweite auf der Scharnhorst. Die brennt jetzt lichterloh. Jetzt geht's hier wieder Vollgas. Wie geht's unserer Tierpitz? Geht's gut? Da kommt eine Pensacola, die aber zum Glück derweil noch keine Gefahr ist. Ich glaube, die Scharnhorst hat einmal fürs Erste genug. Dann wollen wir ihr noch eins mitgeben vielleicht, wenn wir es schaffen. Und jetzt wechseln wir auf jeden Fall auf AP, weil hier haben wir ja eine Pensacola. Wunderbar. Schauen wir mal, ob wir die noch erreichen. Oh, die will uns da ans Leder. Die will uns echt ans Leder. Dann werden wir da mal ein bisschen Richtung wechseln. Wir werden da jetzt vorne rumfahren. Oh, da haben wir die Fahrer. Gut, wir werden doch hinten rumfahren. So, 3 Sekunden. Schauen wir mal, wie die kommen. Ah, könnten kommen. Na, meine liebe Pensacola. Wenn du dich mit mir blöd anlegen willst, dann kannst du das gerne machen, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Ah, besser so. Such dir ein anderes Ziel. So. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen aufgeschmissen. Weil, jetzt sind wir hinter der Insel. Aber wir werden das nutzen. Wir wechseln wieder auf HE, weil wir haben hier, glaube ich, noch einen DD. Und sonst zwei andere Schlachtschiffe, die wahrscheinlich möglicherweise kein HE an Bord haben, gerade geladen. Deswegen schauen wir mal. Außerdem können wir da das Scharnhorst und den anderen Schlachtschiffen noch immer gut mitgeben. Zwar vielleicht nicht so viel mit AP, mit einem guten Sitzer, aber immerhin. So, außerdem werden wir jetzt hier ein bisschen, ich weiß von dem Funkspruch, ein bisschen irritiert. Unsere Cleveland ist da sehr mutig. So, dann schauen wir mal, ob wir der Fahrer Gutes besorgen können, richtig schön. Und wahrscheinlich zu langsam, oder? Oh, das war aber knapp. Das war richtig knapp dran vorbei. Ich weiß nicht, ob ich oder wir gemeint waren wegen Bot-Spielen. Ich glaube aber nicht. Also doch, ich glaube schon. Schreiben wir mal ein bisschen was. So, jetzt aber Fahrer gut. Jetzt aber. Oh, ja, doch, aber doch nochmal. Doch nochmal erwischt. Sehr gut. Und eine Nürnberg. Die wollten wir auch mit HE behaken. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Aber ich glaube, die Fahrer gut hat nicht die Reichweite dafür. Wir müssen nur schauen, dass wir nicht allzu viel kassieren. So, die Fahrergut wird sich aber nicht mehr zeigen, glaube ich. Dementsprechend, auch wenn wir jetzt ein bisschen Breitseite zeigen. Ich will die hier ungefähr, oder hier. Ich will die Nürnberger wischen. Ja, jawohl, einmal Nürnberg, sehr schön. Zweimal Nürnberg. Und ein Feuerchen, schauen wir mal. Hat sie leider gelöscht. Oh, und schauen wir, wir stehen jetzt hier richtig einladend für diese Scharnhorst eigentlich die ganze Zeit. So, dann Nürnberg, du willst noch mehr, glaube ich. Die braucht noch ein bisschen. Dann schauen wir mal, wenn sie noch ein bisschen will, dann geben wir ihr noch ein bisschen mit. Und? Ja, einmal. Leider nicht. Kein Schaden. Jetzt aber. Heiße 700. Sind wir ja fast schon OP hier. So, dann konzentrieren wir uns mal auf was Größeres, Wichtigeres. Einmal. Liebe Scharnhorst, du kriegst von uns ein bisschen was. Oh, das war deutlich zu weit hinten. Boah, die Scharnhorst ist da richtig flott unterwegs, muss man sagen. Und zwar richtig flott unterwegs, die Liebe.
Schauen wir mal, ob sie jetzt ein bisschen auf uns aufmerksam wird. Ja, da ist sie auf uns aufmerksam geworden. Brav, Mädchen, brav. Ja. Dass die Nürnberg da entfleucht, gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich habe gedacht, dass irgendwer wird sich schon um die kümmern von den anderen, aber offensichtlich müssen wir das echt selber machen. Dann machen wir das mal. So, ich drehe mich jetzt hier absichtlich so ein bisschen wirklich gescheit in die Richtung, damit die Scharnhorst hier uns nicht erwischt. Na komm, hat die ein Glück. So, ich will vor diesem Berg noch rum. Ich will vor diesem Berg rum. Schauen wir mal, ob sie schnell genug ist. Sie ist sogar ein bisschen zu schnell. Und die hat ein Glück aber auch. So, da ist die Scharnhorst immer noch. So, Motor, komm, tu ein bisschen. So, jetzt aber, komm. Die 2000 können wir doch, jetzt werden wir doch irgendwie schaffen. Das gibt's ja nicht. Die hat auch ein Glück. So, das heißt die Gneisenau als nächstes und wir jetzt, die treffen wieder nix. Ja, die ist jetzt außer der Reichweite, so. Dann kriegt jetzt die Gneisenau und die Nürnberg entkommt jetzt hier echt noch. Au, au, meine liebe Scharnhorst. Wobei, wir, ja doch, die ab, nach links abdrehen ist schon gar nicht mal so schlecht, aber machen wir mal langsam. So, wer war das? Sind einige auf jeden Fall dabei, die es waren gewesen sein könnten. Aber ich glaube, es war unsere Scharnhorst. Ja, jetzt kommen wir echt an die Grenze unserer Reichweite sogar schon. Es ist eine harte Runde eigentlich fast, müsste man fast sagen. Ich bin aber noch nicht bereit, mein HE aufzugeben, weil ich glaube, dass ich mit HE immer noch mehr Schaden gerade mache auf die Distanz, als ich es mit AP machen würde. Und ich zeige natürlich hier allen die wirklich schönste Breitseite. So, langsam kommt die Fuso. Ich wechsle jetzt doch für die Fuso ein bisschen einmal. Oh, das ist ein super Treffer. Oh, knapp dabei, knapp vorbei. Fuck, ey. Die wären richtig schön gekommen eigentlich, dachte ich. Bisschen zu weit drunter. So, am ehesten beidseitig ist echt die Fuso noch zu uns. Dann probieren wir mal. Ich glaube nicht, dass sie so schnell ist. Sie ist auch nicht besonders schnell, aber sie dreht leider jetzt. 4000 von wem? Tixit. Oh, danke, Tierpitz. Das war nett. Freut man sich immer, wenn der eigene Kollege einen beschießt. Und jetzt vermisse ich mein HE wieder.
Ich werde jetzt auch wieder wechseln. Ich sage euch, wie es ist. Und wir reparieren jetzt mal. Ich weiß nicht, warum er uns jetzt so geschimpft hat. Aber Tixit war offensichtlich unzufrieden. Leider ist er 40 Punkte unter uns mit seiner Tier 8 Tierpitz. Also Tix war da. Ja. Hat viel eingesteckt, sehr brav. Aber offensichtlich nicht wirklich ausgeteilt. Aber ich weiß auch nicht, was er sich von unserer Tier 6 Bayern als Lothier hier erwartet, dass wir irgendwie das Spiel rumreißen sollen. Die Nürnberg, das war echt die Wahrheit. War das die, die wir angegriffen haben? Tatsache, die hat immerhin 3 Kills gelandet. Ha, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Unsere DDs wahrscheinlich alle umgebracht. Naja, dann geht's gleich in die zweite Runde. 60.000, naja, guter Durchschnitt würde ich glaube ich sagen. Bisschen besser als Durchschnitt für meine Verhältnisse zumindest. Gute Runden wären so 90, schlechte sind so 30, also deswegen 90, 30, da sind 60 so ziemlich in der Mitte. So, diesmal besser. Wir sind High Tier. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir als High Tier was reißen können. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge DDs. 4 Stück immerhin. Nur 2 Kreuzer. Und immerhin 5 Schlachtschiffe. Und eine Independence. Das könnte auch wieder eine spannende Runde werden. So, da werden wir aber mit AP gleich starten. Und hoffen, dass wir nicht zu viele DDs erwischen auf unserer Seite. Beziehungsweise, dass sich unsere 2 Kreuzer darum kümmern oder andere Schlachtschiffe. Eventuell die König wäre sicher gut dafür geeignet. New Mexico könnte es auch wahrscheinlich ganz gut, wobei da können wir es auch genauso gut fast. Aber die New Mexico hat 2 Kanonen mehr, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. Die hat 2 hier vorne, glaube ich, oder es sind sogar 3, 3 und 3. Die hat nochmal. Dann sind es 2, 4, 6, 8. Hat sie auch nur 8 vielleicht. Ich habe mir gedacht, dass die New Mexico schon 3er-Rohre hat. Aber dann hätte sie 12 und das glaube ich irgendwie nicht. Wobei, könnte auch sein. Müsste ich dann nochmal nachschauen vielleicht. So, wir tingeln auf jeden Fall hier rüber und hier so durch. Und werden am Weg hier schauen, was wir hier so in der Mitte mitnehmen können vielleicht. Wie schon in der Vorstellung angesprochen, wir sind ja mit unseren 25 Knoten eigentlich eh ganz flott unterwegs. So, was haben wir mit uns? Wir haben eine Kirov, eine Ognevoi, eine Minekase, eine Aoba und eine andere Bayern. Und da kommen schon die ersten Bomber. Beziehungsweise sie kommen nicht mehr, sie fliegen wieder weg. Oh, wir haben eine reine Angriffs-Independence als Gegner, glaube ich, mit 2 Dive-Bombern. So, wie schaut es bei uns sonst aus? Unsere 3 Schlachtschiffe hier hinten. Der tingelt in die Richtung. Hier tingelt gar niemand hin. Dass die 2 da hinten so allein sind, gefällt mir gar nicht. Und dass die jetzt hier so kommen, gefällt mir auch nicht. Oh, was haben wir hier? Eine Nürnberg. Dann hoffen wir, dass wir da gleich nochmal ein bisschen bald dort sind. Die wäre super schön zu erwischen.
wenn wir die kriegen könnten. Oh, die Bayern kriegt hier schon ordentlich eine ab von der, entweder Warspite oder von der Bayern, von der anderen. Wo ist unser gegnerischer Kreuzer? Da ist unser gegnerischer Kreuzer. Ja, da werden wir nicht, da will ich meine Position noch nicht offenbaren, da ist die Position noch nicht gut genug. Und da kommen schon Torpedos, das heißt, hier haben wir auf jeden Fall, da hinten ein DD sehen wir schon auf der Karte. Hier, beziehungsweise hier, eine Mutsuki. Gleich sind wir dort, wo wir hinwollen. So, da haben wir unsere Nürnberg, wechseln wir mal das Ziel. Jetzt muss sie nur noch hinter diesem Berg hervorkommen. Oder alternativ die Bayern. Weil die, glaube ich, traut sich jetzt hier nicht mehr vor, die Nürnberg. Die weiß schon, was hier auf sie wartet. Das heißt, wir werden es wohl der Bayern geben. Probieren wir es mal. So, liebe andere Bayern, verzupf dich da mal. Bitte, ich würde hier gerne vorfahren. Immerhin, 3-3-3-5, sehr schön. So, also Bayern, verzupf dich hier mal. Dann werden wir mal langsamer, lassen wir sie durchfahren. Ich will hier durch die, ich will hier mich positionieren besser. Und wir werden hier mal die, unser Anti-Air auf. So, einmal hier bitte und einmal hier bitte. Das war jetzt alles nicht sehr sauber geschossen. Aber ich bin hier auch gerade ein bisschen abgelenkt. Zieltreffer aber ohne Erfolg. Macht nichts. So, drei Schlachtschiffe also haben wir hier für uns. So, dann... Schauen wir mal, ob sie sich bewegt. Ich glaube nicht so wirklich. So, die bewegt sich auf jeden Fall ordentlich. Na, zurückfährt die Bayern. Gut zu wissen. So, wir werden jetzt hier aber unsere Position auch einmal ein bisschen abdrehen. Und zwar ein bisschen flott abdrehen, würde ich fast sogar sagen. Oh, da hat's unsere Ognevoy erwischt. Beide Ognevoys. Ein Abpraller, das war richtig bitter. Ein Abpraller auf einer Nürnberg mit der Panzerung, die nicht vorhanden ist. Schaut jetzt gerade irgendwie nicht mehr so gut für uns aus. Was auch immer unsere Mine Kase da vorne gerade gemacht hat. Sie wollte... Oh, oh, liebe Warspite, du liegst hier ja wunderherrlich vor Anker. Probieren wir das mal. Ah, ganz langsam fährt sie vor. Schade. So, fahren wir eh keinem rein. Nein, schaut gut aus. So, wir verlieren jetzt unseren Spot quasi. Ja, das ist jetzt schlecht natürlich. Jetzt sehen wir nichts mehr. So, dann probieren wir es mal. Schauen wir mal, wie die kommen. Hallo Bayern, das hat wehgetan. Ist sie jetzt angefahren? Nein, schade, sie ist nicht angefahren. Das heißt, die Warspite ist unser nächstes Ziel. Schauen wir mal. Ob die langsamer wird, wie ich glaube, dass sie wird. Oh, ein bisschen zu wenig langsam, aber war nicht so schlecht, meine Einschätzung. So, ich
muss ein bisschen ich behalte die Augen ein bisschen auf die Basis. Oh, die Nürnberg jetzt aber. Sie ist nicht besonders schnell. Das könnte sich ausgehen. Ja, jawohl, na schau, meine liebe Nürnberg. So schaut das aus, so ist das gut mit dir. So, da hinten zeigt sich die Bayern. So, jetzt haben sie unseren Rückwärtsgang erlebt. Sehr gut, so, dann probieren wir gleich nochmal. Schauen wir, ob wir es ihr endgültig geben können. Ich glaube, es war aber zu wenig weit. Ja, das war zu wenig weit. Nicht optimal gewesen, leider. So, dann drehen wir jetzt mal richtig schön, weil die verzupfen sich alles. Oh, Mutsuki. Oh, da dreht sich aber die New Mexico wunderherrlich für uns. Und wir sind im Kartenrand. Gefällt mir nicht. Macht nichts. Das heißt, wir werden hier jetzt Vollgas nach vorne und möglichst schnell drehen. Ah, die haben wir leider nicht erwischt. Ja, 22.000 ist jetzt noch keine glorreiche Runde. Also dafür schieße ich schon noch recht ordentlich gerade. Oh, Kongo. Eine langsame Kongo. Oh, Kongo, das könnte wehtun, wenn du jetzt nicht Gas gibst. Oh ja, Kongo, das hat wehgetan. Du hast nicht Gas gegeben. Da haben wir ihr eine schöne Breitseite verpasst gerade. Sie zeigt uns eigentlich auch eine schöne Breitseite. Und ist, glaube ich, auch nicht so schnell. Probieren wir es mal so. Und die hinteren gehen definitiv zur Bayern. Sondern wir müssen jetzt hier mal ein bisschen unsere Geschwindigkeit, wir müssen da vom Kartenrand ein bisschen weg. So, haben wir jetzt wieder Tempo? Ja, jetzt haben wir wieder Tempo, sehr gut. Dann werden wir jetzt ein bisschen hier in die Offensive gehen. Auch wenn es gefährlich ist. So, probieren wir es mal hier. Da haben wir unsere liebe Nürnberg wieder. Die kommt auf uns zu, das ist doch was Schönes. So, dann werden wir jetzt hier ein bisschen langsamer wieder. Weil wir wollen sie auf uns zukommen lassen. So, dann komm mal her, meine liebe Nürnberg. Dreh dich, genau. Das machst du wunderherrlich. Schade. So, dann hintere Kanonen. Hier haben wir die Warspite nochmal. Komm schon, meine letzte Kanone. Wo ist die? Oh, eine Mutsuki. Gar nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut, überhaupt nicht gut. So, das ist schlecht. Okay, ich werde auf HE wechseln trotz allem und hoffe, dass ich bis dahin überlebe. Wundert mich, wo die Torpedos sind. Ich sehe, es wundert mich wirklich, wo die sein sollen. Wo hat sie sie jetzt wieder rüber geschickt? Deswegen haben wir keine. Dann drehen wir mal. Jetzt haben wir nämlich gleich wieder die... Ah, jetzt ist sie weg. Verdammt. Schau, jetzt ist die Frage, zeigt unser Flugzeug sie noch? Ja. Probieren wir mal. Ja, wir haben sie sogar erwischt einmal. Aber jetzt heißt vorsichtig sein. Und auch die haben wir ein bisschen erwischt.
heißt immer schön manövrieren jetzt. Torpedos direkt voraus. Ja, das dachte ich mir. Hier kommen sie, die ersten. Torpedos voraus. Ja, und voll eindrehen. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Sehr schön. So, dann liebe Warsprite oder New Mexico sogar. Dann setzen wir die Mozuki aber mal unter Druck ein bisschen. Ein Feuer, komm, lösch es. So, ich werde jetzt auf keinen Fall HE wechseln. Weil die Mozuki hier noch rumeiert und rumgeistert vor uns. Oh, und da zeigen wir gerade der Warsprite da drüben eine volle Breitseite. Ich hoffe, dass sie es nicht wahrnimmt, die Gelegenheit. So, nochmal ein bisschen drehen. Wobei ich glaube, dass die Mozuki nach links außen ist. Deswegen drehe ich jetzt ein bisschen mehr nach links. Oh, nein, das war vielleicht ein Fehler. Oh ja, das war ein Fehler. Das hat wehgetan. Und die, oh, das hat richtig wehgetan. Jetzt müssen wir richtig übel weg hier. Jetzt hat uns nämlich die Warsprite tatsächlich nochmal gesehen. Dreh weiter, Kanone, dreh. So, jetzt müssen wir kurz unseren Kurs nicht mehr drehen. Wir wollen die Kanonen hier haben. Jetzt kannst du weiter drehen. Ja, ich weiß, dass das jetzt wehtun wird. New Mexico, du hast nur ein Glück, dass du hier eine immer noch den DD in der Nähe hast. Sonst wärst du schon längst abgesoffen hier. Da unten ist sie. Sehr schön. Dann. Da ist sie. Wo ist sie? Da ist sie. Mozuki. So, meine liebe Mozuki. Jetzt können wir uns nämlich endlich zur darüber drehen. Ah, das war ein bisschen zu optimistisch. Das war wieder zu wenig optimistisch. Ah, die Ds zu erwischen. Auf die Distanz. Grauslich. Wirklich grauslich. Da ist jetzt immer nur noch zu zweit. New Mexico und Wich. So, wo bist du, meine Liebe? Zeig dich. Ah, warte, wie ging das? Da gibt es einen kleinen Trick. Sehr schön. Das heißt, hier bist du ungefähr. Dann probieren wir es mal. Die erwischen wir nicht. Schauen wir mal. Nein, leider. Macht nichts, hier entkommt uns aber nicht. Und mit HE machen wir sogar relativ zuverlässigen Schaden jetzt. Das heißt, das kann sie nicht lange halten. Bisschen noch drehen. Da versucht sie natürlich jetzt zu entkommen. Hat das Feuer auch gelöscht, aber schauen wir mal, ob wir ihr noch eins verpassen können. Oh, von da hinten. Leider kein Feuer, schade. Ich glaube, sie dreht jetzt mal zu uns, auf unsere Kanonen.
Oder schauen die Kanonen zu uns? Nein. So, jetzt aber. Komm schon, 6000. Jetzt repariert sie natürlich auch noch. Ah, hat sie ein Glück. Gut, das heißt, einmal noch und dann geht's AP los. Komm schon. Okay, die zweiten warten wir jetzt auch noch ab. Die 4 Sekunden. Vielleicht schaffen wir noch ein Feuer. So, jetzt aber. Aber natürlich haben wir 3 Treffer und kein Feuer, das war ja klar. So, aber noch erobern sie unsere Basis lustigerweise nicht. So, 10 Sekunden. Ja, das hat er wieder wehgetan. Und jetzt dreht sie wieder weg, die Sordi. Ich will aber jetzt nicht meine Kanonen auf die hier verschwenden. Okay, dann weiß ich auch schon, wo ich meine Kanonen jetzt verschwende. So, das wird jetzt lustig. Torpedos direkt voraus. So, schauen wir mal, ob unsere Bordkanonen da was machen können. Schön wäre natürlich. Reichweite hätten wir. So, schauen wir mal, wen wir hier haben. So, das war der erste Streich. Leider wird es der letzte gewesen sein, tatsächlich. Schade. Ich weiß nicht, ob die Runde gut war oder schlecht war. Eher schlecht wahrscheinlich. Hätte man mehr draus machen müssen. 77.000 ist zwar schadensmäßig okay, aber da wäre mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen, deutlich mehr. Vor allem, sie haben einen AFK-Player gehabt. Ja, die Mutsuki, die hat das, die haben wir echt nicht erwischt, die wollte ich erwischen. Independence hat auch nochmal gut mitgeholfen, offensichtlich. Gegnerischer und die Warsprite, New Mexico, ja klar. Naja. Naja, na gut, soll so sein, war eine Überlänge-Folge, absolut, aber gibt's halt manchmal, haben wir auch 2 lange Partien gehabt. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wie immer, alles Liebe, alles Gute und tschüss.